Ampfiff! Tröte. Bei Ja. herrlichem Sonnenuntergang melden melden wir uns, genau. ich flieg noch ein bisschen in die Richtung, damit Melden man wir es noch uns ein zurück bisschen aus sieht. mein EM, aus dem vom mein EM Talk. Genau. Ja, heute die Gruppe C, zweiter Spieltag. Ja. Auch wieder, ja, zumindest interessante Spiele, die gar nicht so einfach waren zu tippen. So Bin schon gefühlt. gespannt, wer da untergeht. Ja, und zwar fangen wir erstmal wieder an mit den Spielen, die jetzt waren. Und zwar Spanien gegen Italien. Ja. Mit dem Kracher zuerst. 1:1. Ja, Durch den Cesc der auf der einen Cesc Seite hat den Ausgleich und gemacht, genau. der Di Natale auf der anderen Seite. Ja. Die Einwechslung für den Balotelli, der mir so gar nicht gefallen hat. Ja, so richtig erfolgreich war er nicht. Nee. Richtig schön verstolpert. Ja. Und ja, gut, ich meine, sein Kontrahent, der dann eingewechselt wurde, war ja dann echt wirklich super schnell erfolgreich eingewechselt. Ich glaube, wenige Minuten Erster Ballkontakt und das Tor. ja, auch schön herausgespielt durch Pirlo. Der Pass, wie im Übrigen beide Tore, sowohl auf der Ja. spanischen, durch einen Pass mehr oder weniger die komplette Abwehr ausgehebelt. War schön anzuschauen, zumindest die Tore, die waren ja auch innerhalb von 6 Minuten, glaube ich. Ja, Von genau. dem her, 4 Minuten ging echt schnell. oder vier sogar, ja. Von dem her, ja, hätten wir uns aber trotzdem ein bisschen mehr erwartet von Spanien, oder? Ja, schon, durchaus. Also klar, Ich meine, die Italiener Spanien sind... ist 2010 war das, glaube ich, auch mit einer Niederlage ins erste Spiel gestartet. Hm. Und ja, wir wissen alle, wie es dann geendet hat. Gegen die Schweiz damals, genau. Ja. Ja. Mal gucken, wie es das diesmal machen. Wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen prognostiziert in meinem ersten Tipp beim Gruppencheck, dass sie im ersten Spiel noch nicht ganz im EM, in der EM-Form sind. Dass sie jetzt natürlich nur unentschieden spielen, okay. Hätte ich mir auch anders gedacht, aber ja, ich glaube, die kommen noch. Also da läuft es dann langsam an, die Maschinerie, vermutlich. Könnte ich mir Muss, vorstellen. muss. Könnte Weil ich mir. sonst ist das wirklich eine extrem seltsame EM. Ja, aber sie haben jetzt vielleicht im nächsten Spiel auch den richtigen Gegner. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, das Spiel haben wir abgeschlossen, oder? Ja, würde ich sagen. Können wir zu. Ich überlege gerade, ob sonst noch irgendwas Besonderes war. Kartentechnisch habe ich es gerade nicht im Kopf. Und ich guck mal. Glaube nicht. Ja gut, doch die Italiener haben 4 gelbe Karten gehabt, Ah, die okay, ja. Spanier 3, doch da ging schon ordentlich zur Sache. Ja, ist halt ein mediterranes Duell gewesen. Ja, und Italien hat sehr offensiv gespielt eigentlich, also für italienische Verhältnisse, muss man sagen. Unerwartet, ja. Also haben ein schönes Spiel eigentlich abgeliefert, muss ich sagen. Von denen war ich eigentlich schon mehr. Bis auf Balotelli hat es mir gut gefallen. Ja, von denen war ich positiv überrascht, von den Italienern insgesamt. Bis auf das Foul natürlich, aber das ist natürlich, ja, die lassen sich immer besonders spektakulär und theatralisch Ja, fallen. das können die Spanier aber auch. Also die Italiener sind vielleicht die Schöpfer des Ganzen, aber im Endeffekt ist es mittlerweile, hat sich's auch nach Spanien durchgesprochen. Also ja, aber im Endeffekt wird man jetzt einfach mal sehen, wie sich beide in dem zweiten Gruppenspiel schlagen. Ebenso wie die beiden Gruppenkontrahenten. Und zwar das Spiel Irland gegen Kroatien war ja das andere. Ja. Und ja, Das 3:1 für Kroatien. währenddem ich hier gerade noch ein bisschen mit Arjen Robben ringe. So, nebenbei noch kurz Kollegen begrüße. Durch zweimal Mandzukic und einmal Jelavic Ja. bei Kroatien. Also zweimal Bundesliga und einmal Premier League. Ja, also wie gesagt, die Kroaten haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß es natürlich noch nicht so richtig, wie man das einzuschätzen hat. Weil die Iren, da kam einfach recht wenig. Also für eine Europameisterschaft kam mir da zu wenig. Ja, durchaus. Das Tor auch nach einer Standardsituation, also ja, sie sind kopfballstark, aber dann hört es eigentlich auch schon wieder auf bei den Iren. Von dem her weiß ich jetzt nicht, ja, ist schwierig einzuschätzen. Wobei ich glaube, Der eine wurde von Jake Given, glaube ich, reingeköpfelt dann. ja.
So. Ja. Ich muss, wollte ja auch einmal sterben, währenddem ich im Stadion in der Aufnahme bin. Ja. Hat Shay Given er auch ein schönes Tor geschossen, genau. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Schwache Iren und Kroaten wird man mal sehen, wie sie sich dann tun gegen Italien. Gegen einen etwas stärkeren Gegner als Irland, würde ich mal sagen. Ja, es bleibt wirklich abzuwarten. Also, ich bin mir noch nicht sicher. Weil Irland ist schon, weiß nicht, bisher vielleicht die schwächste Mannschaft, möchte ich fast sagen. Ja, möglich, ja. Also zumindest auch spielerisch irgendwie jetzt nicht so, dass man sagen könnte, die sind wahnsinnig super. Da kommt doch was. Ja, dass sie irgendwie sich steigern können oder sowas. Habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen. Naja. Ja, aber ich lasse mich... Können wir eigentlich gleich ans Tipp... Ja, ich lasse mich abschließend gehen. Zu sagen noch gerne überraschen. Nein, nein. Geh mal einfach zum Tippen. Dann sterbe ich hier nicht noch 10-mal. Ja, die Spiele. Dann würde ich sagen, fangen wir an Italien gegen Kroatien. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Da waren wir ja etwas anderer Meinung, beziehungsweise du wolltest eigentlich erst das gleiche tippen wie ich. Genau. Aber ich war wieder schneller. Schweinerei. Und wir haben gesagt, wir tippen nicht dasselbe, weil das ist ja dann Fahrt. Außerdem würden wir dann beide falsch liegen und... Dann passiert ja gar nichts mehr, das wäre auch blöd. Genau, deshalb... habe ich 2-1 für Italien getippt. Und ich genau umgekehrt 2-1 für Kroatien. Genau, und wir harren der Dinge, die da kommen. Mhm. Was liegt denn da alles am Boden? Ja, da bin ich gestorben, deshalb liegt mein Teil meines Krempels okay. Da noch. Ja, so viel zum ersten Spiel. Ich glaube, dazu haben wir auch viel gesagt schon. Oder? Ja. Dann können wir eigentlich das zweite auch noch tippen. Spanien-Irland. Spanien-Irland. Sollte ich ja. 3-0 für Spanien. Ich sehe es auch so, dass Spanien das eigentlich, wenn nicht alles schief läuft, gewinnen muss. Wie ich vorher auch schon gesagt habe, ist vielleicht auch ganz gut für Spanien, dass sie jetzt einen leichteren Gegner haben. Mhm. Gibt ein bisschen Selbstvertrauen vielleicht. Ja, um auch richtig in die EM reinzukommen. Von dem her glaube ich, dass sie 3-1 die Iren schlagen werden. Wer soll denn bei den Iren das Tor schießen? Ja, wieder irgendein Abwehrspieler wie gegen die Kroaten, auch per Kopf oder so. Mhm. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Lass mich da gerne überraschen. Vielleicht auch Robbie Keane. Möglich. Mhm. Ja, der hat immer coole Jubel-Animationen. Richtig. Wenn der mal gegen die Spanier trifft, wenn es da irgendwie, keine Ahnung, dritte Minute ist 1-0 durch Robbie Keane, dann hüpft er aber quer durchs Viereck, du, das weißt du. Von dem mit her... Mit allen möglichen Gestiken. Ja, von dem her, also vieles möglich, aber ich glaube trotzdem, die Spanier machen es. Ja. Gut. Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass das Stadion wieder gewachsen ist und sehr schick aussieht, wie ich finde. Ja, ich habe halt so ein bisschen Beleuchtung angebracht. Es wird immer schöner. Ein bisschen Beleuchtung muss auch sein. Genau, gut, mit diesem Bild würde ich sagen, verabschieden wir uns auch für diese Folge und wir sehen uns dann morgen wieder. Genau, ciao. Bis dann, tschüss.